Moin Moin und Heidi Ho mal wieder, ihr Lieben. Hier ist eure kleine Lilly mit Mathilde im Gepäck. Und was wir wollen uns alkoholisieren, damit wir an Ednas Karte zurückkommen. Und deswegen gehen wir direkt mal in die Bar. Oh, das Lied kennen wir doch. Um den Automaten zu benutzen, brauchte man Kleingeld und eine niedrige Hemmschwelle im Umgang mit Salmonellen. Ich finde es ja schon interessant, dass es hier einen Flunderautomaten gibt. Flunder to go. Ew. Wie praktisch. Weil Flunder ja eigentlich lecker ist. Nachdem ihr Vater auf See verschollen war, hatte Lilly auch so eine Büchse bekommen. Der Verband zur Unterstützung von Seenotopfern hatte sich ja lange dafür sammeln müssen. Oh, da ist Geld drin. Oh, wie praktisch. Nachdem ihr Vater auf der Verband... Oh, was haben wir denn da? Ein kleines Mädchen, ganz ohne Eltern, allein, in der Nacht, wie... Nett, was treibt dich in diese dunkle Spelunke, in der dich niemand schreien hören würde? Der Alkohol... Ich kann keinen Alkohol an Kinder ausschenken. Mir fehlt das Rezept für den einzigen alkoholischen Cocktail auf der Karte, den Volcano Berserker. Außerdem sind mir die Zutaten ausgegangen. Wenn du also etwas trinken möchtest, solltest du auch die passenden Zutaten dabei haben. Dafür sind die Drinks dann umsonst. Hier, die Karte. Das ist ein bisschen gruselig. Neondrink. Ah, guck mal, da haben wir schon direkt aufgeführt, was wir so haben wollen. Kugelfisch? Betäubungsgift Sunny Cup. Mach den Tag zur Nacht. Es handelte sich offenbar um einen alkoholfreien Cocktail. Leider hatte Lilly noch nicht alle Zutaten gefunden. Volcano Berserker. Haut rein und schlägt durch. Das schien der einzige alkoholische Cocktail auf der Karte zu sein. Allerdings fehlten hier noch Angaben zum Rezept. Da müssen wir vielleicht nochmal mit dem Typen reden, aber der Neondrink, an dem sollten wir, glaube ich, als erstes arbeiten. Neondrink? Damit die Leber im Dunkeln leuchtet. Es handelte sich offenbar um einen alkoholfreien Cocktail. Leider hatte Lilly noch... Okay. Ein Volcano Berserker? Das tut mir leid, Püppchen. Da fehlt mir leider das Rezept. Das hat der Vorbesitzer mit ins Grab genommen. Oder wohin auch immer. Sie haben ihn ja noch gar nicht gefunden. Werden sie auch nicht. Nicht, wo die suchen. Okay. Oh, neonpinkte Leuchtreklame. Na. Super, dann haben wir ja auch schon mal Neon... Wir haben Neongelb, wir haben Neonpink. Das heißt, uns fehlt nur noch Neongrün. Wie praktisch. Aber dann gehen wir doch mal zum Friedhof. Na, kommt euch die Kirche irgendwie bekannt vor? Oh, grüne Neonfarbe. Wie praktisch. Die holen wir uns doch mal gleich. Bevor die Tussi uns... Hehehe. Das Mädchen sah freundlich aus. Reden wir mal mit der. Was? Ich... Warte mal. Nein, hier ist nicht Tante Cordula. Mein Name ist Miranja. Miranja das Medium. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Was? Das ist doch... Moment. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Entschuldigung, Kleine. Das kann noch einen Augenblick dauern. Das ist schon wieder dieser Barkeeper Max Mixo. Ein lästiger Typ. So tot und trotzdem noch so laut. Insgesamt sind die Geister heute sehr unruhig. Sie plappern alle durcheinander. Wenn ich doch nur Ohrenstöpsel hätte.
Wie war das? Jetzt hören Sie mal, meine Dame. Ich bin doch kein Grußkartenkurier. Ich bin mir sicher. Max Nixo, sei doch bitte einmal kurz still. Hier sind noch andere, die... Wer? Nein, ich kenne keine Priscilla. Miranja war beschäftigt. Lilly hatte vollstes Verständnis dafür. Sie wusste, wie schwer es war, Geister zu ignorieren. Besonders die, die nachts nach einem griffen. Oh Mann. Weingummi. Kann man sich nicht Weingummi in die Ohren stopfen? Hm? Was? Oh. Hallo, Kleine. Was hast du denn da? Sind das etwa Ohrenstöpsel? Großartig! Danke! Das ist ja genau das, was ich jetzt brauche. Nein, die sind zu groß. So. Hallo? Hört mich jemand? Ah, viel besser. Ja, laut und deutlich. Wer will denn als erstes an die Reihe? Max Mixo? Das hätte ich mir denken können. Du kannst mir nicht zufällig noch einen Gefallen tun, oder? Aha. Es geht um Max Mixo, den ehemaligen Barkeeper der Dorfkneipe. Er macht sich Sorgen um sein Vermächtnis, das Geheimnis seines ultimativen Drinks, der Volcano Berserker. Na. Er hatte immer gehofft, dass ihn dieser Drink eines Tages unsterblich macht. Ja, gib mir das Rezept. Wir wissen beide, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist. Aber nun hat er das Rezept buchstäblich mit ins Grab genommen. Und er wollte es doch so gern der Nachwelt hinterlassen. Oh. Es ist ganz einfach. Der Drink besteht nur aus drei Zutaten. Weingummi, Revierkraut und einer Chilischote. Hast du das? Aha. Danke. Vielleicht wird der große Max Mix jetzt endlich seine Ruhe finden. Und ich erstmal. So, dann nehmen wir die Weingummis wieder mit. Aber das ist ja very praktisch, weil wir haben schon Chili, wir haben Weingummi, das heißt, wir brauchen nur noch dieses komische Kraut. Lilly lauschte, ob sie auch Stimmen im Feuer hörte. Du weißt, was du zu tun hast, Lilly. Alles muss brennen. Alles. Aber da waren keine. Zumindest keine, die sie noch nicht kannte. Ja, okay. Gehen wir mal hier hin. Hier sind Fragezeichen. Oh ja, interessant hier. Hey, warum gehst du wieder weg? Ich gehe da gleich nochmal hin. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass das Bild gerade kleiner war. Das liegt daran, dass das tatsächlich ein Frame aus Edna bricht aus ist und das eine bedeutend niedrigere Auflösung hat als Harveys neue Augen. Und das haben wir gerade gesehen. Okay, können wir nicht weitergehen. Gut, was soll's. Okay, kann man ja sonst noch irgendwas machen? Nö, wir können nur wieder ins Dorf gehen. Das heißt, wir brauchen dringend dieses komische Stinkkraut oder wie das hieß. Ah, laufen wir mal weiter. Gehen wir mal zum Wegweiser. Gehen wir mal zur Brücke. Zum Moor kommen wir ja noch nicht. Der Weg, den Garrett gegangen war, führte Lilly zu einer kleinen Brücke über einen der brackigen Seitenausläufer des Moosees. Hier waren zwei vertrauenserweckende Männer mit weißen Kitteln zu Werke, die Lilly zunächst nicht so recht einzuordnen wusste. Auf der anderen Uferseite erkannte Lilly außerdem Garrett in einem Gebüsch. Offenbar wollte er von den beiden Männern nicht gesehen werden. Und obschon die beiden nächtlichen Herumtreiber einen sympathischen Eindruck auf Lilly machten, entschied sie, es dem Jugendermittler gleich zu tun. Und? Hast du schon was gefunden? Musst du das andauernd fragen? Ich melde mich schon, wenn ich was entdecke. Hast ja recht. Wahrscheinlich hat mich Dr. Marcel langsam mit seinem Wahnsinn angesteckt. Seit wir diesen Stoffhasen am See gefunden haben, ist er wie besessen. Wir sollten uns um Patienten kümmern, nicht im Moor rumstochern. Und dann dieser absurde Plan mit der Hypnosepuppe. Hör bloß auf. Und such lieber weiter. Hast du mittlerweile eigentlich was gefunden? Tja. Lilly hatte genug gehört. Die Männer in Weiß waren anscheinend Handlanger von Dr. Marcel. Offenbar war Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es mehr denn je, Ednas Versteck zu finden. Ja, ihr kennt ihr ja wohl, ne? Das hier ist unser lieber Blase, den kennt ihr ja.
An der Futterkrippe hing ein Schild. Säbelzahnwildschweine nicht füttern. Säbelzahnwildschweine sind äußerst gefährlich. Im Falle einer Begegnung keinesfalls wie ein braves Klosterschulmädchen aussehen. Oh oh. Säbelzahnwildschweine sind nachtaktiv, werden bis zu 2 Meter groß und lauern gerne in allen Schatten. Sie sind häufig in der Nähe von Revierkraut anzutreffen, da sie an den Blättern der Pflanze ihr Revier markieren. Also meiden sie nach Anbruch der Nacht Gebiete, in denen dieses Kraut wächst. Der Förster. Lilly hätte die Warnung ja gerne beherzigt, aber sie hatte keine Ahnung, woran sie Revierkraut erkennen sollte. Offenbar war Ednas Dr. Marcel nun gar... Garrett tat, was er am besten konnte. Lauschen. Hast du auch was gehört? Ich weiß nicht. Hoffentlich nicht schon wieder eins von diesen Säbelzahnwildschweinen. Ich bin immer noch ganz aus der Puste. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwie das Säbelzahn... Wir müssen das irgendwie markieren. Steht da noch irgendwas, das wir... An der Futterkrippe hing ein Schild. Das haben wir ja schon gehört. Aber wir haben ja zumindest für einen Drink... haben wir ja alles zusammen und dann trinken wir den doch einfach mal. Mal gucken, was dann passiert. Kommt sofort! Das ist übrigens ein alkoholfreier Cocktail. Aber keine Sorge, es sind genügend andere illegale Substanzen drin. Dann trinken wir doch den Neon-Drink. Oder... Neon-Drink, damit die Leber im Dunkeln leuchtet. Ah, oder vielleicht können wir mit dem Neon-Drink irgendwie... Futterkrippe vielleicht markieren da, also irgendwie was markieren, damit wir wissen, was das dass wir irgendwie so das Revierkraut markieren können. Das wäre natürlich nicht schlecht. Nein, nicht Hinterhof, Wegweiser. Oh, Leute. Was? Lilly, hast du das Schild etwa nicht gelesen? Du darfst die Wildschweine nicht füttern. Das hat der Förster so angeordnet. Du sollst Erwachsenen nicht. Oh, das kann ich umgehen. Aber das weißt du ja zum Glück selber. Wenn die Säbelzahnwildschweine schon ihr Revier markieren mussten, dann auch richtig. Genau. Gehen wir mal wieder weg. Und dann gehen wir wieder. Ah. Hui! Juhu, Revierkraut. Wir können uns einen alkoholischen Drink mixen. Yeah! Auf zur Bar. Edna bricht aus. Ein Volcano-Berserker kommt sofort. Aber Vorsicht, da ist ganz schön viel Wumms in dem Drink. Und das ist nicht der Name des Wurms, wenn du weißt, was ich meine. So. Oh nein, was soll das? Aber Lilly, was willst du denn damit? Das ist doch wirklich nichts für brave Kinder. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Und Milch ist sowieso viel besser für die Zähne. Klar, klar. Guck mal, meine lustigen Beißerchen. Lock me down, Popo. Oder nicht? Aha. Dann, Harvey. Guck mal, ich habe hier einen Wollknäuel. Oh.
Das Waldknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Oh. Aha. Boogie. 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 Huch. So, erstmal nehmen wir alles mit, was wir irgendwie nehmen können. Lilly war sich zwar nicht ganz sicher, aber es gab kein... Ah, okay. Ja, gut, dann machen wir jetzt wieder auf. Das ist, ja. Okay, dann wissen wir das schon mal. Also, wenn wir da sind, nicht einfach Kaffee trinken. Gut, alles klar. Der Kaffee war so stark, dass er Lilly aus ihrer Trance riss.